Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Ja, Kartenchaos, ich bin leider einen Tag zu spät, ich habe das voll verpasst. Nichtsdestotrotz wollte ich das nachholen. Nicht viel Feder lesen, schon mal einen Zauber gezogen, als ihr unbedingt einen Diener brauchtet. Nie wieder, euer Deck besteht aus 30 Rabengötzen. Damit könnt ihr Karten entdecken, was das Zeug hält. Ja, okay, ein Mana-Karten, der Rabengötze, entdecke einen Diener oder einen Zauber. Mal gucken, wie die Partie so wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe mal Zusehen. den Druiden gewählt, weil irgendwie, wenn ich an Rabengötze denke, dann denke ich auch an Druide. Ja. Mal gucken, ob ich bei dem warmen Wetter überhaupt irgendwas hinkriege. In meiner Dachgeschosswohnung fühle ich mich eigentlich eher wie Bernd das Brot. Weil ich einen Diener kriege. Tja. Das ist eigentlich alles eher Messdiener, ne? Nehme ich den mal mit. Ich weiß, also 25. Aber ich habe gestern einen Magier gesehen, der hatte den zweimal drin. Also mal gucken, wie sich die Partie entwickelt. Ich werde jetzt in der nächsten Runde einen Zauber und einen Diener wählen. Zack, erstmal den Zauber. Ich nehme mal das Anregen mit. Und einen Diener. Der Hobo-Goblin. Ja gut, das wäre jetzt was für die nächste Runde. Aber wirklich viel bringen tut mir das auch nicht, ne? Ich nehme mal hier das verbotene Urtum. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt in der nächsten Runde mal hier so ein Urtum ausspielen soll. Irgendwie Rabengötze, Anregen, Urtum. Zielattrappe. Ich entdecke mal einen Diener. Vielleicht gibt es da ja mal was Vernünftiges. Oh ja. Der ist gut. Den spiele ich natürlich mit Schleim, damit ich die Boardkontrolle bekomme. Andersrum Mana wäre auch nicht schlecht gewesen, dann hätte ich mir vielleicht einen größeren Diener aussuchen können. Gibt es was zu tüfteln? Erstmal einen Zauber entdecken. Auch nicht die schlechteste Idee, ne? Mache ich das so. Den haue ich da rein. Und dann klopfe ich mal mit 5 oben an. Oh, das gibt eine lange Partie. So im Nachhinein, ich glaube, der geschmolzene Riese, der war eher suboptimal, ne? Für die Lebensbinderin. Sporn, was kommt noch? Entscheiden. Ja gut, das ist jetzt kein Problem.
Moment, Moment. Ich entdecke einen Zauber. Puh. Nehme ich mal das Mal der Natur. Entdecke einen Diener. Oh, Aviana. Aber Diener kosten. Boah, das ist natürlich. Das ist natürlich mies, ne? Aber egal. Den muss er dann auch erstmal wegbekommen, ne? So, dann verleihen wir dem 4 Leben und Sport, greifen den an. Ja, wenn er Zauber gezogen hat, dann wird er wohl auch irgendwie ein Hinrichten dabei haben. Monstrosität. Verleih einem Diener plus 2 plus 2. Mache ich das so? Dann bleibt er nämlich immer noch am Leben. Und dann spiele ich hier jetzt mal so ein Otto. In der nächsten Runde komme ich auf jeden Fall mit dem Söldner raus. Schildschlag? Warum? Hä? Ja, dem ist auch warm, denke ich mal. Mhm. Vielleicht verfolgt er ja irgendeinen Plan, den ich bis jetzt noch nicht so ganz durchschaut habe. Aber jetzt kommt er raus. Jetzt. Ich muss mich entscheiden. So, komm, Karl Gustav. Rüstung. Okay. Ich werde mich wieder für einen Zauber und für einen Diener entscheiden. Oha, oha, oha. Werde ich das? Ich werde Druck machen. Okay. Diener. Dann nehmen wir natürlich das. Moment. In der nächsten Runde haben wir 8 Mana. Wenn ich den spielen würde, hätte ich einen Mana-Stein über, dann wäre ich ganz effizient. Wenn ich jetzt den spiele, das ist auch ein Spot, der ist zwar nicht so groß, kann ich auf jeden Fall entweder die Heldenfähigkeit wählen oder noch irgendwie was anderes. Ich nehme den dunklen Arakoa hier. Ich rufe aber erstmal 3 so Bäumchen und teste mal an, ob er Brawl dabei hat. Und Scharmützel würde mir jetzt auch nicht sehr viel bringen. Weil einer ja überleben würde. Auch wenn es jetzt hier nur so ein Bäumchen wäre. Oh! Oh! 2. Okay, okay, okay. Fünf, sechs, sieben, acht. Planänderung. Ich nehme nochmal die Naturgewalten. Spiel aber jetzt hier so einen Söldner aus. Greif den an. Mach den platt. Und greif weiter an.
Spott? Oh, 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 kann er das auch triggern? Kann er das auch triggern, das Schaf? Ja, das war natürlich dumm. Dann mache ich das nämlich so, greife den Spott an, gehe mit meinem Baum da rein und habe genau... Ach, sogar mehr. Tada! Packung erhalten. Machen wir die auch nochmal eben auf. Na. So, was haben wir drin? Nix. Eine seltene. Naja, gibt auf jeden Fall Staub. Okay, das war das Gartenchaos für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Brotus. Ciao.